Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Livestream von mir auf The Producer Network. Mein Name ist Clemens Matznik und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll alles um das Thema elektrische Gitarren und akustische Gitarren gehen, Mixing und Recording. Ich habe heute zwei Songs für euch dabei. Einmal die Rocknummer, die ihr vielleicht, wenn ihr schon vorher zugeschaut habt, irgendwie schon gehört habt, die Guano Apes Nummer Rain von ihrem 20 Jahre Jubiläumsalbum. Da gibt es sehr schöne, fette, bösartige elektrische Gitarren von Henning da drauf. Da will ich euch heute ein bisschen was dazu zeigen. Und dann habe ich eine Popnummer, ganz andere Welt. Der Jeanette Biedermann, Besser mit dir heißt die. Das habe ich letztes Jahr gemischt, ist bei der Sony rausgekommen. Sehr schöner, emotionaler Popsong so. Und da gibt es ordentlich Akustikgitarren und da gibt es ordentlich ein paar cleanere E-Gitarren, sodass wir ein ganz gutes Kontrastprogramm haben. Ich werde so ein bisschen switchen, glaube ich, zwischen Mixing und Recording immer mal wieder sagen, was mir alles so einfällt. Ich habe euren Chat hier auf dem Screen auch so und sagt einfach Bescheid, falls euch irgendwas gerade besonders interessiert, so. Vielleicht zu dem, was ich da gerade zeige, oder auch wenn so euch irgendwas einfällt. Wenn ihr den Stream halt als Video später seht, dann schreibt gerne noch Fragen auch in die Comments. Wir gucken uns das immer an und versuchen darauf in dem nächsten Stream zu reagieren oder die Fragen zumindest noch zu beantworten. Gut, ja, es gibt viel zu tun. Ich glaube, wir steigen einfach gleich mal ein. Ich spiele euch einfach nochmal wieder ein bisschen was von dieser Guano Apes Rain Nummer vor und dann hören wir uns mal die verzerrten Gitarren da an und ich erzähle euch vielleicht, was ich da gemacht habe oder was ich auch nicht gemacht habe. Genau. So, das ist hier die Session. Genau, ich drücke, glaube ich, einfach mal Start. Packen, nehmen wir mal meine Kopfhörer. Vielleicht da gleich zum Anfang mal eine kleine Geschichte. Deshalb habe ich gerade mal ein bisschen Bass vorgespielt und ein bisschen Gitarren. Ich hoffe, das kommt alles gut bei euch an. Ihr könnt das gut wahrnehmen. Ich habe auf Mix with the Masters, das ist euch bestimmt auch ein Begriff irgendwie, wo es ja auch ganz tolle Lehrvideos gibt. Und da gibt es einen Meister des Rockmixes. Ne? Also Chris Lord Alge ist auf jeden Fall einer der Top-Mixer für Rock. Aber ich finde so der ungekrönte, also König sozusagen, ist einfach Andy Wallace. Andy Wallace hat so viel Rockplatten gemischt, wenn ihr mal den googelt. Ne, angefangen mit 1991, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, in den 2000er Jahren, Helmet, Rage Against the Machine, Linkin Park, unglaublich viel Rock gemixt. Und der sagt, vielen Dank, alles okay vom Sound. Und der hat halt in einem Lehrvideo so gesagt, dass er immer versucht, eine gute Einheit von den verzerrten Gitarren mit dem Bass zu machen und mit Kickdrum und Snare Drum. Er versucht daraus so ein Steam Train zu machen, so war sein Beispiel. Und das ist dann auch seine Idee, manchmal durchaus mehr Bass in den Gitarren noch zu featuren und den Bass sozusagen, das Bassinstrument, durchaus ein bisschen schlanker zu gestalten, sodass der Bass, das Instrument, zusammen mit den Gitarren eine richtig krasse Wand sozusagen macht und eine Einheit bildet. Ja, das finde ich ist, ganz interessant, weil man sonst immer denkt, man macht den Bass sehr fett, man macht die Gitarren eher ein bisschen schmaler, setzt die Gitarren so oben auf den Bass rauf und er sagt eher, nee, er boostet schon mal gerne auch so ein bisschen unten in den Gitarren rein und macht den Bass ein bisschen schlanker. Und auch hier hat der Bass ganz ordentlich irgendwie Biss im Vergleich so mit den Gitarren zusammen. Ich lasse nochmal laufen. Thank you.
Genau, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an hier, was denn an den Gitarren hier so gerade spielt. Es sieht massiv viel aus, ne? Es sind hier irgendwie 6 Spuren, die meine Gitarren hier gerade ausmachen, die ihr gerade hört. Das Gitarrenbrett, wie es hier genannt ist. Ja, und dieses Gitarrenbrett teilt sich einfach auf in eine Gitarre, die links spielt, eine Gitarre, die rechts spielt, die ich also ganz einfach nach links und ganz nach rechts gepannt habe. Und für jede dieser Gitarren habe ich 3 Spuren bekommen, die eben die Mikrofone repräsentieren, die vor dem Gitarrenamp hier waren. Das ist auch alles so gelabelt, dass man es direkt sieht. Hier Gitarre Brett 1 ist ein R121, das ist also ein Reuer Mic, ein Bändchen. Dann haben wir unseren Klassiker Shure SM57 und dann haben wir ein Neumann TLM 103 Kondensatormikrofon. So, und diese drei, die spielen halt hier immer zusammen auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Ich mache mal einfach nur nur mal die eine Seite hier an. Machen wir mal die hier kurz aus. Wenn ihr das jetzt gerade auf Kopfhörer hört, linke Seite, da ist jetzt das Reuer-Mic zu hören. Dann das bissige SM57. Und dann so ein recht crispes Kondensatormikrofon, das TLM. Und aus den dreien kann ich mir dann über die Balance, über meine Fader, natürlich eine Mischung einstellen. Und hier habe ich doch ziemlich das 121er so gefeatured, ne, und habe eigentlich, weil das ist wirklich ein schöner Sound, finde ich. Wir machen mal nur die beiden 121er hier an. Ja, witzigerweise, als ich Anfang der 90er angefangen habe aufzunehmen, hat niemand von Bändchenmikrofonen mehr gesprochen. Und dann kam eben irgendwann dieses Reuer 121 wieder auf den Markt. Und das war so ein Riesenerfolg. Man hat das wieder vor die Gitarrenamps gepackt und hat sich gefreut, dass man so viel warmes Bottom-End, so viel Fülle kriegt. Und dann haben eben sozusagen die alten Verfechter natürlich das altbewährte SM57 genommen und ein bisschen vermisst. So, das klingt hier ist das SM57. Ein ganz bekannter Sound irgendwie. Also man kann kaum was verkehrt machen, wenn man sich ein SM57 besorgt, das vor eine elektrische Gitarre hängt. Das ist einfach tried and tested irgendwie. Da kann man eigentlich nicht so richtig verlieren. Was man aber nicht so richtig hat, ist eben diese Dicke und diese Wärme so. Die müsste man dann versuchen, über ein EQ zu holen. Und wenn man das Reuer hat, dann machen die beiden halt schon ein bisschen mehr Fatness. Noch das nochmal zusammen. Das ist etwas, das ist ein Sound, den mag ich persönlich sehr gerne. Also ich, wenn ich Gitarren aufnehme, komme ich auch später gleich nochmal so dazu, dann finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Kombination. SM57, ein dynamisches Mikrofon und ein Reuer 121 Bändchenmikrofon. Muss auch nicht unbedingt ein Reuer sein, die sind recht teuer. Ne? Man kann sich aber auch ein anderes, günstigeres Mikrofon holen. Reuer hat auch nochmal so eine günstigere Variante von einem Bändchenmikrofon, aber es gibt ja genug andere, die auch wirklich kostengünstig sind. Und das einfach auszuprobieren, diese beiden Mikrofone vor ein Amp zu packen, finde ich, lohnt sich immer. Das TLM, hören wir uns auch nochmal die beiden TLMs hier an, die hier vor sind. Kondensatormikrofon finde ich, das ist immer recht crisplich, recht fresh so, weil das hat eine sehr gute Response, so, ne, weil die Membran sehr dünn ist. Man kriegt sehr viel Feinzeichnung von dem Signal, aber man hat in vielen Kondensatormikrofonen auch einen sehr präsenten Höhenpräsenzbereich oder einen Höhenbereich. Da geht auch noch um akustische Gitarren. Machen wir später noch auf jeden Fall, Max. Heute fange ich mal an mit den verzerrten und dann kommen akustische und dann noch so cleanere Popgitarren. Welche Kopfhörer benutze ich? Baloo, ich benutze Sennheiser HD25.
gerade hier. Die habe ich jetzt hier. Audio-Technica habe ich auch noch. MX50 finde ich auch ganz gut. Genau, das sind so die DT770, finde ich, sind auch echt tolle Kopfhörer bei der Dynamik. Genau. Ja, ich mache nicht so viele verzerrte Gitarren, muss ich sagen, so heftige Heavy-Gitarren sozusagen mit einem Kondensatormikrofon, also TRM 103 oder auch ein U87 oder so, wäre für diese verzerrten Gitarren nicht mein persönlicher Geschmack, aber das haben sie mir hier gegeben und das habe ich einfach noch ein bisschen dazu gemischt. So klingen halt diese drei Mikrofone zusammen so. Jo, und ganz ehrlich, wenn man sich das mal so von der Waveform anguckt, dann sieht man, wie wenig Dynamik natürlich so elektrische, stark verzerrte Gitarren haben. Das heißt, in der Regel muss man die nicht zwingend komprimieren. Ja, ich finde, ich versuche einen Kompressor, wenn ich den auf diesen Gitarren einsetze, eher noch so zu gebrauchen, dass eben der Kompressor etwas Sound macht. Und ich habe eigentlich für diese stark verzerrten Gitarren gibt es so eigentlich einen Kompressor, den ich hauptsächlich benutze. Das ist ein LA3A. Das wäre jetzt hier die Waves-Variante, gemodelt von dem Chris Lord Alge LA3A. Gibt es auch von Universal Audio LA3A. Gibt es auch von anderen Plugin-Herstellern so. Und der macht hier jetzt auch wirklich nur ganz, ganz wenig, vielleicht mal ein paar Peaks. Was ich aber immer finde, ist bei diesem LA3A, dass der einem so diese 2 Kilohertz, 2,5 Kilohertz irgendwie abmildert. Das ist anscheinend so ein Ding bei diesem Optokompressor. Und das gefällt mir ganz gut. Ich finde auch den 3A auf den verzerrten Gitarren zum Beispiel viel besser als den LA2A. Den haben wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen mehr erwähnt, weil eben der LA2A noch Tubes drin hat, noch Röhren drin hat und der addiert dann immer sehr viel Harmonische dazu. Und das will ich bei diesen verzerrten Gitarren eigentlich gar nicht, weil die tatsächlich eben schon so ein breites Frequenzband haben. Ne? Der Gitarrist bedient erstmal schon mehrere Saiten, dementsprechend mehrere Töne. Je mehr das verzerrt ist, desto mehr Obertöne haben wir. Wir haben schon ein ganz angereichertes Frequenzspektrum. Genau, der macht hier auf jeden Fall nicht so viel. EQ-mäßig finde ich, sind alle Neve-EQs, so die man kriegen kann, immer eine tolle Sache für elektrische verzerrte Gitarren. Egal eigentlich, ob das ein 1073 ist, ein 1081 ist. Das ist jetzt hier der 31102 von Neve. Und ich mache hier, wie ihr seht, halt auch wirklich überhaupt nicht viel. Ich booste ein bisschen den Bassbereich bei 110 Hertz zu so Shelving. Ich booste ein bisschen die Mitten bei 1,6 Kilohertz und ich nehme sogar ein bisschen Top-End weg. Ja, gar kein High-Cut-Filter, Low-Cut-Filter bei 45 Hertz. Also auch wirklich gar nichts. Ich muss einfach sagen, das ist einfach eine total gut aufgenommene Gitarre mit den drei Mics irgendwie. Ich mache mal die Plugins hier aus. Genau, ihr seht gerade, der LA3A, der zuckt eigentlich immer nur bei diesen Refrain-Gitarren, die immer so da, da, tschuk, da, tschuk. Ja, bei diesen tiefen, tschuk, da wollte ich die vielleicht ein bisschen kompaktieren. Ansonsten, wenn das irgendwie das straighte Gitarrenbrett ist, dann macht er so gut wie gar nichts und macht einfach ein bisschen Sound aus. Und ich fand, dass die Gitarren für den Vers, in dem die ja gerade spielen, einfach vielleicht ein bisschen zu hell waren. Und ich habe die mit der Bassanhebung, mit dem kleinen Mittenboost, mit den Höhenreduzierung vielleicht einfach ein Tickchen tiefer gelegt. Nochmal AB kurz mit den Plugins Bypass oder On. Genau, ich gehe nochmal daran. Ja, keine Ahnung, ob ihr den Unterschied jetzt über auf Laptops, ob man den da so überhaupt hört. Auf den Kopfhörern finde ich, ist er auf jeden Fall da. Wie gesagt, wenig Bearbeitung jetzt erstmal. Na, Timo.
Max hat noch eine Frage. Nutze ich einen Outboard-Kompressor für die Summe oder alles in the Box? Das hier ist gerade alles komplett in the Box. Kein Outboard-Kompressor da. Ich habe in meinem Studio schon öfter mal auch mit Outboard-Gear gearbeitet. EQs, Kompressoren, analoger Summierer. Ich habe hier so einen Tube-Summierer, Fat Bastard 14N2. Damit habe ich viel gemacht. Ich habe einen 1969. Drama-Kompressor, den habe ich auch manchmal auf der Summe gehabt. Bei der Nummer jetzt hier ist gar nichts irgendwie auf der Summe drauf. Super. Gucken wir uns mal die Gitarren an, die noch im Refrain dazu kommen. Das sind hier die Bariton-Gitarren. Für die habe ich hier nur zwei Spuren sozusagen. Einmal das Roya 121, einmal das TLM genommen. Mal gucken, wie das klingt hier. Genau, auch ein bisschen homöopathische Behandlung irgendwie, so diese Sounds, sehr bissig so, aber schon richtig toll, funktioniert super gut, vor allem mit den anderen Gitarren da zusammen. Ne? Wie ihr vielleicht seht, habe ich diese Vers-Gitarren hier, diese Brett-Gitarren im Vers, weil die da schon spielen, die sind halt nicht bei 100 sozusagen vom Panning her, links, rechts gepannt, sondern die sind so bei 93, das heißt, das ist noch nicht ganz breit. Und wenn dann im Refrain diese Bariton-Gitarren auch nochmal dazukommen, dann sind die hier bei 100. Und ich habe nochmal den Brainworks Control V2 drauf, der die Stereobreite hier nochmal ein bisschen breiter macht. Also der Effekt sozusagen vom Vers eher schmaler. Dann kommt im Refrain noch eine weitere Gitarre dazu und der Refrain wird einfach noch ein bisschen breiter. Was habe ich ansonsten gemacht? Super wenig, glaube ich, hier auf den Gitarren. Bisschen EQ. Oh ja, genau. Das war total wichtig. Aber da geht es, glaube ich, um eine Note, die immer so ein bisschen raussticht. Gucken wir mal. Okay. Genau. Ja, das kann man schön mit dem Fab-Filter hier so machen, finde ich, mit der Klaviatur, dass wenn eine Note einen immer so ein bisschen anspringt, dann kann man die ganz geil raus-EQen. Der LA-3A macht wieder nur ganz wenig, glaube ich. Und dahinter habe ich, was ich selten eigentlich habe, ich weiß nicht, warum ich den hier drauf habe, aber es ist ein Summit. Equalizer, der eigentlich ein Röhren-Equalizer ist, und ich habe ja gerade gesagt, Röhren benutze ich eigentlich nicht so gerne auf den verzerrten Gitarren. Hatte ich irgendwie Bock, weil eigentlich der Summit ein bisschen weicher klingt und recht angenehm klingt, aber ich booste hier nochmal so Höhen auch direkt, 8 Kilohertz nochmal Shelving, mache hier ordentlich 2,7 Kilohertz nochmal rein und Bassbereich booste ich nochmal. Alright, ist schon eine Weile her. Manchmal weiß man, finde ich immer ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man dann so ältere Session wieder aufmacht und dann guckt man da wieder rein und denkt so, was habe ich denn da gemacht? Ach, ist ja interessant. Und vor allem so, das muss ich mal wieder ausprobieren. Das finde ich immer ganz gut. Okay, hören wir uns mal vielleicht diese zwei Gitarren hier so zusammen an. Ja, da sagen natürlich viele Leute zu Recht so, Momentchen, Bariton-Gitarren, machen die nicht mehr Bässe dazu? Nee, hier machen meine Bariton-Gitarren eher so eine Art Boshaftigkeit dazu und noch mehr Biss, noch mehr Freshness, noch mehr Top-End eigentlich und mehr Breite für den Refrain. Das ist das, was ich mir, glaube ich, dabei gedacht habe so. Okay, gucken wir mal, was es denn noch für Gitarren hier gibt. Im Vers gibt es noch eine weitere zusätzliche Gitarre. Mache einfach mal meine Effekte, die da drauf sind, aus. Da sind auch wieder drei Spuren, so 121, SM57 und das TLM. Na, hier die drei Spuren. Gucken wir mal, was diese Gitarre so macht. Genau, das ist halt eine Gitarre sozusagen mit den drei Mics. Die sind alle auch in der Mitte so positioniert. Und das fand ich, glaube ich, ein bisschen zu wenig griffig, einmal die Gitarre und ein bisschen zu mono sozusagen.
Hören wir uns mal an, was ich da gemacht habe. Da habe ich einen 1176 Kompressor genommen. Das ist so eigentlich, finde ich, so der zweite Kompressor, den ich unheimlich gerne auf elektrischen Gitarren mag. Besonders wenn die so ein bisschen cleaner sind und man will einfach den Gitarren etwas mehr Biss geben. Mit ein bisschen mehr Mitten so, ein bisschen mehr Aggressivität. Ich finde, das ist so der Charakter von dem 1176. Der macht viele Sachen eher so ein bisschen griffiger, ein bisschen. Ja, bissiger, einfach bringt die so ein bisschen mehr nach vorne. Und der LA-3A für mich, der gleicht so schön aus, der kompaktiert einfach so ein bisschen mehr und macht auch so ein bisschen Tightness, aber nicht so aggressiv wie der 76er. Hier mal gucken. Okay, auch wenig, was der macht. Nur die Spitzen weg. Oh wow, was mache ich damit? Ja, anscheinend nehme ich hier einfach die ganzen Bässe unter 160 Hertz weg, weil ich dachte wahrscheinlich, das ist sowieso schon in diesem Gitarrenbrett drin, oder? Lass mal gucken. Und in dem Bass. Genau, ich mache einfach mal den Bass noch dazu an. Und dann hören wir uns das Ganze nochmal an hier. Genau, ich mache mal den EQ kurz aus. Dann hören wir mal, wie die Gitarre da kommt. Genau, ich glaube, für mein Empfinden war es so, dass dieses Low-End oder die Bässe, die diese Gitarre hat, gar nicht dazu beitragen, dass es irgendwie fetter wird, sondern das matcht einfach eher so das Low-End ein bisschen zu. Hört man, finde ich, auf Kopfhörer auch ganz gut. Und in dem Moment, wo man das Low-End hier wegnimmt, zum Beispiel mit diesem Neve 1073, da nehme ich einfach die Bässe weg und schon ist diese Gitarre sozusagen über dem Bass und hat einfach ein bisschen mehr Präsenzen. Ganz minimal, homöopathisch geboostet hier nochmal und ein bisschen Höhen geboostet. Wieso nutzt du für den Low-Cut den Shaps und nicht zum Beispiel den EQ von Fabfilter? Hätte ich genauso gut wunderbar mit dem Fabfilter machen können. Das ist einfach, ich glaube, ich wollte sowieso den Shaps darauf machen, um nochmal so im Mittenbereich ein bisschen zu gucken, vielleicht ein bisschen Höhen zu boosten. Und dann hat er hier seinen wunderbaren Low-Cut, der eben auch in diesem 1073 drin ist, der ja von 1970 so ist. Und da habe ich mir wahrscheinlich gedacht, wenn da die Frequenz funktioniert. Das Schöne ist ja immer bei den Dingern hier, bei diesen alten, gemodelten Hardware-EQs, man muss sich einfach nur entscheiden. 50, 80, 160. Ne, beim Fabfilter hätte ich vielleicht wieder genau geschaut, oh, es ist 100 Hertz, es ist 120 oder so. Hier ist es entweder 80 oder 160 und gut ist. Hat mir anscheinend gefallen. Genau. Das Weitere, was ich hier noch drauf habe, ist ein Doppler, finde ich ganz lustig hier, Fix-Doppler von Softube, damit eben diese Gitarre nicht einfach nur so mono daherkommt, sondern dass irgendwas ein bisschen in der Breite ist. Ich habe hier so ein Preset genommen, Stereo Enhancer, und habe das anscheinend so ein Mühchen getweakt. Hören wir mal an, was das macht. Kopfhörer auf. Macht es einfach ein bisschen breiter. Es ist so ein leichter Chorus-Effekt natürlich irgendwie durch diese Doppelung, durch so ein bisschen so ein kleines Mini-Sweep, vielleicht was da ultra langsam passiert oder durch so ein Mini-Delay auch. Aber es wird halt zusammen mit diesen Brettgitarren einfach so ein bisschen cremiger, breiter. Fügt sich wahrscheinlich auch hinter der Lead-Vocal einfach noch ein bisschen besser ein, sodass die eine Gitarre da nicht so monomäßig in der Mitte rumhängt. Jo, was gibt es hier noch für eine Gitarre? Mal gucken. Ach so, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich natürlich auch schon beim Bass und bei den Drums erwähnt habe und die mir ja immer total wichtig ist. Das Phase, ne? Die Phase zwischen den einzelnen Mikrofonsignalen. Wenn ich nur ein SM57 nehme, wunderbar. Gar keinen Stress irgendwie, dann habe ich überhaupt keine Phasenprobleme an der Regel. Wenn ich mehrere Mikrofone vor dem Amp aufbaue, dann ist natürlich der Abstand zwischen diesen Mikrofonen zur Kalotte, zu dem Speaker total
wichtig und entscheidend. Wenn ich also diese beiden Mikrofone oder hier in dem Falle die drei Mikrofone zum Beispiel miteinander kombiniere und ich schiebe die Fader zu hoch und kombiniere die miteinander und denke plötzlich, ah, jetzt verliere ich aber irgendwie Frequenzen oder jetzt gehen die Höhen plötzlich weg oder in den Mitten wird irgendwas ganz bissig oder irgendwas ganz merkwürdig, dann hat das oftmals damit zu tun, dass eben die Phasenlage zwischen diesen Signalen nicht so super top ist, wie wir es brauchen. Hatte ich hier nicht. Wir können ja mal reinzoomen zum Spaß, damit ihr wisst, wovon ich rede. Nehmen wir uns mal hier so eine Waveform wieder in der Vergrößerung. Und jetzt sehe ich halt hier wieder so die verzerrte Gitarre mit all ihren kleinen lustigen Spitzen und Tälern und Bergen. Und wenn ich jetzt hier mal über beide Waveforms so rüber zoome, dann sehe ich, dass da doch einiges wirklich miteinander korrespondiert, ne? Also die kleinen Peaks, die korrespondieren miteinander, wo es nach oben geht, so diese kleinen Spitzen, die arbeiten hier gut zusammen und auch hier nach unten, ne? Dass die Wellen nicht hundertprozentig sich entsprechen, das ist vollkommen klar. Wir haben ja zwei komplett unterschiedliche Mics hier so am Start, aber wenn das eben so übereinander stimmt, dann haben wir eine gute Phasenlage. Wir können uns das Gleiche auch nochmal mit unserem TLM angucken, mit unserem dritten, und hier habe ich jetzt mal so ganz rein gezoomt und dann sehen wir auch, dass das sehr, sehr schön aufgenommen ist. Und diese drei Signale super gut zusammenpassen von den Waveforms. Und dann kriege ich eigentlich den kompaktesten, schönsten Sound hin irgendwie, wo sich die drei Mikrofone gut ergänzen. Es gibt natürlich auch Musikstile und es gibt auch durchaus Styles, wo man sagt, ach, dieses Phasige, dieses Ding ist irgendwie ganz cool. Also es gab mal so eine Phase auch Metal-Music-mäßig, wo man eben zwei Mikrofone extra so ein Stückchen auseinander gemacht hat, dann kombiniert hat und dann hat man so einen geilen, irgendwie phasigeren Sound. Und wenn das gewünscht ist, dann ist das natürlich auch ein probates Mittel. Hier finde ich, ist es echt eine gute Lösung, sodass ich wirklich alle drei Mikrofone gut in der Phase habe und ich kann mir die zusammen mixen, wie so ein Koch irgendwie Gewürze nimmt oder Zutaten nimmt und kann mir daraus den schönsten Gitarrensound zusammenbasteln. Ne? Das ist halt echt immer eine wichtige Sache. Phasenlage immer schön checken, vor allem beim Recorden schon drauf achten, dann freut sich jeder Mixer darüber, dass das gut aufgenommen ist. Gut, was haben wir hier im Refrain noch für eine zusätzliche Gitarre? Ich mache hier mal aus. Mal gucken, was die spielt. Gucken wir mal hier Bariton-Gitarren und die Brett-Gitarren im Refrain an. Und dann gibt es hier noch eine Additional-Refrain-Gitarre. Genau, die macht einfach nur so einzelne kurze Laute. Piep. Okay. Schon ein cooler Effekt auch drauf. Ah ja, genau. Max sagt auch, Microshifter von Soundtoys. Genau, das ist auch eine gute Möglichkeit. Immer auf jeden Fall. Das ist ja so Dimension D oder Studio D, ne? Microshift auf jeden Fall. Macht auch immer so Sachen ein bisschen breiter. Hier dieser Fix-Doubler, der ist einfach ein bisschen extremer sogar noch. Okay, Additional Refrain-Gitarre. Tja, was habe ich da gemacht? Ein bisschen SSL-EQ, ein bisschen SSL-Channel. Besser raus. Ordentlich EQ'd hier so mitten rein. Mal gucken. Kriegt einfach damit ein bisschen mehr Biss. Und dann war mir das Ganze, glaube ich, einfach viel zu trocken. Zusammen mit den Brettgitarren. Genau, ich dachte einfach, vielleicht könnte das ein bisschen mehr Space gebrauchen, also vielleicht ein bisschen mehr Dimension. Habe Echo Boy drauf gemacht. Echo Boy Junior finde ich auch von Soundtoys, war also so ein einfaches Delay irgendwie. Macht so einen Spaß, das zu bedienen, weil es so, wirklich so easy ist. Ne? Mal gucken. Ja, easy irgendwie. Das macht einfach nur ein Viertel-Delay irgendwie dahinter. Und dann, wieder Fix-Doubler, fand ich anscheinend gut. Hier, der sweept ordentlich mal durch die Gegend. Mal gucken. Okay. Genau. Ja, es gibt halt Tausende von Effekten, die man natürlich auf eine Gitarre raufmachen kann, sowohl schon beim Recording als auch im Mix nochmal. Also ich finde, es gibt
unendlich Effekte ab. So viele Effekte, die man gut für eine Gitarre gebrauchen kann, ne? Von Delay, von irgendwelchen Reverbs, von Chorus, von Flanger, von Phaser. Tremolo mag ich auch total gerne auf einigen Gitarren, wenn mir eine Gitarre zu statisch schon vorkommt oder so und ich das Gefühl habe, die klingt sehr gut aus oder so, aber die liegt vielleicht ein bisschen langweilig darum, dann kann man manchmal ein Tremolo drauf machen oder eine leichte Modulation. Also ich finde, da gibt es wirklich massenhaft schöne Sachen, so die man für Gitarren gebrauchen kann. Ja, was haben wir noch hier in dem Song drin? Machen wir es vielleicht nicht zu lange mit dieser Rocknummer hier so. Mal gucken. Ah, ja, das sind zwei Gitarren, die sind vor dem zweiten Refrain. Da gibt es so einen kleinen Breakdown und da wird nochmal Luft geholt vor dem Refrain wieder. Ich spiele euch das Ganze mal hier vor. Mal schön mit der Vocal zusammen. Achtung, es wird laut. Genau, diese beiden Gitarren, die holen sozusagen noch mal ein bisschen Luft vor dem Refrain. Machen nur so eine Atmosphäre. Ah, da habe ich auch ein Plugin drauf, was ich auch ganz gerne mag. Das ist Isotope Vinyl. Das ist ja so ein gratis tolles Plugin von Isotope. Und da nehme ich die Bässe raus und dann mache ich es wahrscheinlich einfach ein bisschen lo-fiiger, genau. Genau, so ein Müh, nochmal die Höhen weg, damit man einfach vor diesem Refrain, damit das eher mittiger wird. Hier der Filter Freak ist auf der anderen Gitarre drauf. Genau, der filtert einfach auch die Höhen und Bässe weg. Das heißt, das ist, finde ich, immer eine Überlegung, wie kriege ich es hin, dass ich vom Vers oder von der Bridge kommend zum Refrain noch mehr Energie kriege. Ne? Und das ist einmal natürlich immer eine Lautstärkengeschichte und dann ist es aber auch eine Frequenzgeschichte. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel vom Vers komme, das Ganze kleiner mache, noch nicht so viel Top-End, nicht so viel Bässe dazu addiere und im Refrain gebe ich richtig Bässe dazu, gebe ich Höhen dazu. Das gilt ja für jeden Musikmix und für jeden Style auch so, ne? Oder wenn ich so ein bisschen so einen Breakdown habe wie hier irgendwie, dann mache ich es halt vorher nochmal kleiner und kompakter und bam, dann kommt eben der Refrain und knallt richtig rein. Genau, danke Ingo. Das ist Rain von den Guano Apes und das ist eben diese Version, die auf ihrem 20 Jahre Jubiläum Album drauf war. Die Originalversion von Rain von 1997, das ist eben eine totale schöne Ballade. Die hat sozusagen gar nicht diese Rock-Energie, wie das hier hat. Gut, genau, was haben wir noch? Ne? Eine Bell-Gitarre, die hier spielt. Mal gucken, das ist, glaube ich, schon alles super schön aufgenommen auch. Ja, alles, was ich da mache, ist Kosmetik. Sowas ist natürlich als Mixer so toll, sowas zu kriegen. Ne? Gitarrensounds, die gleich schon Delays, Reverbs drauf haben. Stereo-Tracks, Mono-Tracks, die man einfach so dazu schiebt und einfach sagt, das ist ja wunderbar, so kann ich das gut gebrauchen. Ne? Ich finde auch, sagen wir mal, im Recording-Prozess, hier habe ich jetzt sozusagen für die zwei Rhythmusgitarren, die da im Vers spielen, sechs Spuren. Das ist aber total schön, weil das alles gut aufgenommen ist und ich kann mir das als Mixer gut zusammenbauen. Ich hätte aber auch überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn ich einfach nur zwei Spuren bekommen hätte, eine linke Gitarre, eine rechte Gitarre. Wenn die Leute sich schon vorher entscheiden, ist das auch gut. Ich finde, das ist sehr abhängig immer von der Produktion, von den Produzenten. Wenn ich selber aufnehme als Recording Engineer, dann checke ich das eigentlich immer mit den Musikproduzenten oder mit der Band auch ab, was die gerne hätten. Und wenn ich dann zwei Mikrofone zum Beispiel vor dem Amp habe, das SM57, das 121, das Röhr oder so, dann frage ich eben vorher, möchtet ihr die separat haben? Manchmal, in manchen Studios geht es gar nicht anders, finde ich, weil man hat, dann hat man vielleicht nur zwei Preamps, nimmt das direkt in seinem Interface auf. Auch schön, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu kombinieren, mache ich das persönlich ganz gerne, weil dann hat man den Sound. Dann hat man die Mischung zwischen diesen beiden. Wenn man Lust hat, kann man den Sound nochmal, bevor man es aufnimmt, nochmal bearbeiten, vielleicht schon LA3A oder so raufpacken oder das nochmal zusammen EQen oder einen Effekt drauf machen oder so und so weiter. Ne? Also das finde ich immer sehr abhängig von der Produktion. Es ist aber auch sehr dankbar, wenn man so diese einzelnen Sachen hat.
Manchmal wird es allerdings schwierig und tricky, weil man dann eben nicht weiß, wie haben die Leute das beim Recorden schon gehört, ne? Was war deren Mischung? Und dann ist man langsam so ein bisschen immer am Zirkeln. Ja, was ihr hier gar nicht seht, ist eine DI-Spur. Ne? Wir haben beim letzten Stream, den ich gemacht habe, wo wir uns um Bass gekümmert haben, da gab es immer eine schöne DI-Spur vom Bass. Hier gibt es in der Produktion gar keine DI-Spur von der Gitarre. Ich persönlich mache das auch relativ selten, aber ich kann es verstehen, wenn Leute das machen. Es ist durchaus eine gute Möglichkeit, im Studio einfach die Gitarre vorher in eine DI-Box reinzustecken, die DI-Box clean aufzunehmen. Und vielleicht aus der DI-Box gleich noch in ein Amp-Setup zu gehen und das auch mit aufzunehmen und die DI, das DI-Signal nur so als Spare zu haben, falls man später was reampen möchte oder so, dann ist das eine gute Idee. Gute Idee ist es auch, finde ich, wenn man zum Beispiel keine tollen Gitarren-Amps hat und einfach sagt, ich habe hier nur den einen günstigen Amp oder so, der ist vielleicht nicht so ganz super geeignet, dann nimmt man halt ein DI-Signal mit, macht die Produktion weiter und mietet sich vielleicht zum Beispiel für einen halben Tag einfach in ein Studio ein, wo es tolle Gitarren-Amps gibt. Bei mir gegenüber gibt es zum Beispiel das Studio Wong, die sind total super ausgerüstet. Dann kommt man hierher, reampt das Ganze, ne, geht mit seinem DI-Signal irgendwie in so eine Box hier zum Beispiel rein oder eine Reamp-Box. So, ich habe jetzt hier von Little Labs, ich zeige euch das mal kurz. Moment, change, switch mal. Genau, das ist jetzt hier von Little Labs. Das ist eine bisschen teurere Variante, auch eine ganz schöne DI-Box. So, aber da kann ich sozusagen kommen von meiner DAW reingehen und dann wieder klinkenmäßig raus auch auf den Amp gehen. Es gibt tolle Alternativen von Radial zum Beispiel, eine Reamping-Box. Dann macht eben diese Box sozusagen die Pegelanpassung und die Impedanzanpassung. Und dann kann man das DI-Signal, einfach was man aufgenommen hat in der DAW, wunderbar wieder rausschicken und reampen. Und das macht natürlich auch unheimlich Laune, weil man dann immer das gleiche Signal hat, was man zum Amp führt. Und dann kann man da nochmal Pedals dazwischen machen, das nochmal bearbeiten, Effekte dazwischen machen, am Amp drehen. Und der Gitarrist wird nicht müde und ist nicht genervt davon, dass man da so lange rumfummelt. Und dann kann man sehr schön auch so Gitarrensounds aufnehmen. Also durchaus eine gute Alternative, DI-Signale, finde ich, aufzunehmen in so einer Produktion. Genau. Gut. Ja, ich glaube, das ist es hier so ziemlich mit der Gitarre. Was haben wir hier noch für eine Coda Additional Gitarre? Mal schauen. Ja, da habe ich einfach, glaube ich, wieder genau meine Lieblingskombi hier genommen. Echo Boy wieder, der macht hier noch ein Delay rauf. Fix Doubler macht wieder irgendwie stereomäßig. Das fand ich anscheinend gut für diesen Song. Der Shaps EQ zieht wieder die Bässe raus. Ah, nimmt hier ein bisschen 400 Hertz raus, boostet ein bisschen die Höhen. Decapitator, Verzerrer auf verzerrte Gitarre. Wow, oh, okay. Ja, okay, das ist einfach nur minimaler Drive hier. Das ist im Grunde genommen in dieser Einstellung auch eine Emulation von einer Bandmaschine. Ja? Wenn man das so ganz moderat nimmt, das ist ja eigentlich so eine Ampex-Bandmaschine. Ah, dieses Setting, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Decapitator, super Verzerrer. Und ich glaube, ich nehme das nur ganz minimalist hier, um irgendwas anzudicken. Hören wir uns mal diese Gitarre ganz ohne Effekt an. Genau, ich mache die Gitarre auf jeden Fall wieder viel schmaler, aber eben auch breiter, spaciger mit dem Delay und so weiter. Und dann sitzt die, glaube ich, einfach ganz gut in dem Mix. Gut, wie findest du Ozone Imager, um Sound breiter, breiter und geräumiger zu machen? Ja, super. Ozone Imager, kostenloses Plugin von iZotope, go get it, unbedingt. Super gut, wenn man halt Sounds einmal aus Mono überhaupt Stereo machen will. Das ist auch ein Feature, was darin sehr schön ist. Und dann kann man eben Stereo-Sounds auch immer noch breiter machen, als sie in Real Life eigentlich so sind. Finde ich durchaus eine gute Alternative. So, ich glaube, das ist es so eigentlich. Ich lasse hier nochmal ganz kurz laufen aus diesem Mittelteil in den letzten Refrain. Und dann verabschieden wir uns vielleicht von diesem Gitarrenbrett. Thank you.
elegante Ausblende von mir, super gemacht. Danke, Clemens. Genau, ich glaube, das ist gut so. Mal als Vorstellung das Ganze irgendwie mit verzerrten Gitarren. Was habe ich mir noch aufgeschrieben zu verzerrten Gitarren? Lass mal ganz kurz gucken. Ich würde sagen, ich schließe mal hier diese Session und öffne mal die ganz andere Pop-Session, die wir hier haben heute. Einmal ganz kurz schließen. Kleinen Moment bitte. Okay. Pro Tools fand es nicht so super. Dann öffne ich Pro Tools hoffentlich nochmal. Genau. Andere Frage. Ihr seid immer noch online? Ja, sehr gut. Ich persönlich finde den Camper ein echt geniales Tool, aber es geht nichts über einen echten Amp. Ja, Camper auf jeden Fall auch eine total gute Alternative. Es gibt viele Gitarristen, die mit einem Camper-Amp spielen, also einer, der Profiles drin hat von Amps und von Speakern. Eine ganz tolle digitale Kiste so von Camper-Amps. Und das macht auch einen Haufen Spaß, irgendwie damit Gitarren aufzunehmen. Aber ich muss auch sagen, echter Amp irgendwie macht auch nochmal eine Runde mehr Spaß. Aber es ist, also Camper ist auf jeden Fall für live vor allem eine totale Waffe, weil man eben live dann eben auch nicht damit zu dealen hat, wo steht der Amp, wie laut ist der Amp, fällt irgendein Mikrofon um oder so. Camper ist echt eine Sache, die einige Leute jetzt mittlerweile live spielen. Und alles, was da passieren kann, glaube ich, ist, dass die Software abstürzt oder dass der Strom alle ist oder so. Da geht einiges ganz gut. Genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Für den Mix verzerrte elektrische Gitarren. Wie gesagt, Neve-EQs finde ich gut, API-EQs finde ich auch gut. Die API-EQs, 550B zum Beispiel, die haben manchmal einfach ein bisschen zu eine große Rasterung, so mit 2 dB, 4 dB. Das finde ich manchmal ein bisschen zu grob. Generell finde ich EQing von diesen Gitarren, man kann einfach hoffen, dass man schön aufgenommene Gitarren hat. Weil wenn eine Gitarre nicht so gut aufgenommen ist, und einfach schrill klingt, scharf klingt, nasal klingt, dann ist das oftmals nicht so gut in den Griff zu kriegen, habe ich so das Gefühl. Ne? Es ist oftmals, dass man dann, wenn man die Nase rausdreht, die Schärfe wegnimmt, dann wird es irgendwie dumpf. Also es ist schon wirklich, wirklich als Mixer sehr, sehr dankbar, auch finde ich, wenn man gut aufgenommene Gitarren hat, weil ich habe so manchmal das Gefühl, man kann das nicht so richtig super reparieren. Schlecht aufgenommene, keine Ahnung, schlecht aufgenommene Kickdrum oder Snare Drum, dann kann ich das triggern. Bei anderen Signalen kann ich vielleicht noch sagen, ah, ich mache das jetzt irgendwie Lo-Fi. Aber eine Gitarre, die nicht so richtig klingt, manchmal ehrlich gesagt, ja, hilft's, noch eine Amp-Simulation raufzupacken, irgendwie auf schon ein verzerrtes Signal oder so, damit man einfach nochmal ein neues Tool hat, wo man den Klang einstellen kann. Ne? Also ich finde, ich war manchmal so die letzte Bastion, wenn man so gedacht hat, die Gitarre funktioniert nicht gut, dass man dann einfach sich nochmal eine Amp-Simulation, irgendwie Guitar Rig oder irgendwas anderes nimmt, irgendwie was auch immer ihr so zur Verfügung habt, und dann schickt man eben diese Gitarre, die schon über ein Amp läuft, nochmal durch ein Amp durch und vielleicht hilft es ja dann irgendwie so. Ja, Kompressoren, elektrische Gitarre habe ich auch schon gesagt, LR3er 1176 finde ich. Das sind so eigentlich die Sachen. Amp-Simulationen, die ich super finde. Guitar Rig haben wir auch schon drüber gesprochen. Kemper, ne, finde ich gut. UAD hat einen super kleinen Fender-Amp, den ich total gerne mag. Ah, hier kommt schon die Frage von Julian. Was ist meiner Meinung nach das bestklingende Gitarrensimulation-Plugin? Oh, ich kann es wirklich gar nicht so sagen, weil ich ehrlich gesagt das Glück habe, dass ich meistens echte Gitarren aufnehme. Ich finde, also von den ganzen digitalen Kisten muss ich sagen, ist Kemper schon sehr, sehr weit vorne. So, das ist ganz toll. Ich habe mit Guitar Rig, wie gesagt, gute Erfahrungen auch so gemacht. Ich glaube, es gibt so viele Amp-Simulationen irgendwie. Plugin Alliance hat so viele tolle Amp-Simulationen. UAD hat so viele tolle Amp-Simulationen irgendwie. Ich habe beim letzten Mal für den Bass zum Beispiel diese Ampeg-Klein Amp gezeigt von UAD. Den finde ich auch wirklich toll. Habe ich so das Gefühl, ich merke überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Hardware-Teil und dem. Und ich wette, da gibt es für jeden irgendwie die passenden Gitarrensimulationen, die ihr so findet. Genau. Ja, ist es nicht tricky, dass die Stimme nicht untergeht bei so viel verzerrten Gitarren? Das stimmt. Ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man manchmal nicht ein zu fettes Playback macht und dann irgendwann sagt so, oh, am Ende muss ich noch die Stimme irgendwie da reinfriemeln so. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Deshalb lohnt sich durchaus zwischendurch mal die Stimme klar zu setzen, zu EQen, zu hinzustellen und dann die Gitarren da rum zu organisieren, dass auch die richtigen Frequenzen in den Mitten sozusagen geboostet
getestet werden, die die Gitarren auch unterstützen. Ne? Wenn ich jetzt zu viel in den Gitarren, sagen wir mal, den 3 Kilohertz, 4 Kilohertz Bereich booste oder so, dann leidet oftmals die Sprachverständlichkeit der Vocal darunter. Die Gitarren drängen sich sehr in den Vordergrund und die Stimme bleibt nicht mehr so da drüber. Und da ist wirklich ein bisschen Frequenz Jonglieren irgendwie angesagt, damit man das gut hinkriegt, finde ich, zwischen den Gitarren und den Vocals. Lohnt es sich, die gesamte Summe Vocals zu exportieren und extra den Instrumental in einem separaten neuen Projekt nochmal drüber zu mischen, um GPU zu sparen oder als eigenes Master? Kann man durchaus machen. Ja, das erkläre ich vielleicht nochmal in einem anderen Stream. Ich mische generell so, dass ich in verschiedene Gruppen mische. Also ich mische eigentlich immer Drums und Bass zusammen in eine Stereogruppe, alle anderen Instrumente in eine Stereogruppe und dann alle Vocals in eine Stereogruppe. Und in diesen drei Gruppen kann ich eine Bearbeitung machen. Sozusagen, das könnte ich dann auch exportieren, wenn jetzt meine CPU, meinst du sicherlich, ne, wenn die Power da verliert oder so, dann könnte man das durchaus exportieren. Man kann es auch so zum Mastering geben. Ne? Ich mische eigentlich so, das erkläre ich, glaube ich, einfach vielleicht mal in einem anderen Stream, so diese ganze Mixbus-Geschichte, die ich da vielleicht so mache. Gut. Alright, ja, machen wir einfach vielleicht mal weiter hier. Oder wir machen zwischendurch noch mal ganz kurz Gitarren-Recording. Ich zeige euch mal, ich switch mal hier mein OBS. Genau. Ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder von Gitarren-Recordings, die ich gerade in der letzten Zeit gemacht habe. Das war im Clouds Hill Studio in Hamburg. Mit Revolverheld haben wir ein paar poppige Gitarren aufgenommen. Und hier seht ihr ganz genau sozusagen diese Kombination von dem SM57 zusammen mit so einem Royer 121 zusammen an einer Halterung. Das ist sehr, sehr komfortabel. Ich habe euch das mal hier rausgesucht, ohne jetzt Schleichwerbung für Thomann machen zu wollen oder so oder auch so. Hallo an Thomann. Finde ich, ist eine total gute Erfindung. Ne? Royer Labs X-Mount heißt das hier. Das ist eine Halterung und das ist genau gemacht für ein SM57 und ein Royer 121. Und das ist halt total cool, weil man dann mit einem Ständer diese beiden Mikrofone schön unterkriegt und man kann diesen einen Ständer vor dem Amp hin und her schieben und die Phasengenauigkeit zwischen diesen beiden Mikrofonen, die bleibt immer schön erhalten, ohne dass man zwei Ständer hat. Auf dem anderen Amp, den man hier sieht, bei dem Two Rock, ne, also ich habe hier einmal, das ist hier der Two Rock, da habe ich jetzt nur eine Kombination gemacht. Oh, wie ihr seht, da gibt es auch diese Halterung mit einem SM57 und dem Royer. Das SM57 hat aber kein Kabel. Das hängt dann noch schön in der Halterung, weil wir dann das MD421 genommen haben, was daneben steht. Das ist noch so eine andere Edition mit weniger Bass irgendwie. Aber das ist auch eine beliebte Kombination. Sennheiser MD421 und SM57 sind, finde ich, so die beiden dynamischen Mics, die ich super gerne vor einem Gitarrenamp benutze. Was ich auch gerne benutze, ist ein Shure SM7B. Ja, dieses dickere Shure-Mikrofon finde ich ist auch super gut für Gitarre, weil es noch mehr Low-End hat und einfach fetter irgendwie ist. Genau, aber ansonsten so eine schöne dynamische Charakteristik auch hat. Ja, hier brauche ich halt zwei Mikrofonständer, weil das MD421 so logischerweise nicht in diese Klemme passt, so von diesem Royer-Mikrofon. Ja, das ist einmal ein Divided by 13 Amp und dann ist es ein Two Rock Amp. Genau, das ist hier nochmal so das andere Setup, wie man sehen kann. Und wir haben eben in der Regie die beiden Gitarrenamps aufgebaut und dann hatten wir einen Haufen Pedals, die wir so davor packen konnten und damit rumspielen konnten. Und das macht eben schon dann auch Spaß, muss man sagen, wenn die Top-Teile in der Regie natürlich stehen, die Speaker-Kabel rübergehen zu den Boxen, man da die Mikrofone hat und man hört, kann in der Regie schön an dem Amp schrauben, den Sound einstellen und das vernünftig irgendwie aufnehmen. In dem Moment, wo einmal diese Mikrofone gut in Position sind, finde ich, braucht man da auch gar nicht mehr so viel zu verändern, weil man kann vor dem Speaker mit der Gitarre so viel verändern. Ne? Gitarre, die Art der Gitarre, das Plektrum, die Spielart, die Effekte, die alle davor sind, der Amp, die Amp-Einstellung. Also da kann man so viel ändern, finde ich. Und dann, finde ich, ist es im Gitarrenrecording so meine Philosophie, wenn ich so close mic'e, wie es gerade auf den Bildern zu sehen war,
dass ich versuche eigentlich den Sound, ich höre mir das drüben an aus der Box und versuche dann in die Regie zu gehen und den gleichen Sound oder die gleiche Attitüde, die gleichen Emotionen sozusagen zu kriegen aus meinen Speakerboxen. Wenn ich die mal lauter drehe, dann will ich eigentlich, dass es so klingt wie der Gitarrenamp drüben aus seiner Box. Dann finde ich, habe ich eine gute Ausgangsbasis mit diesem Close-Miking. Was ich manchmal bei dem Close-Miking mache, ist noch ein Raummikrofon aufstellen. Das kann ein U87 sein oder also irgendein Großmembran-Kondenser vielleicht, was noch im Raum steht, was ich auch nochmal auf eine Extraspur aufnehme. Dann kann man ganz schöne Sachen machen, dass man die trockene Gitarre zum Beispiel in die linke Box packt und dieses Raummikrofon in die rechte. Und so kann man eben auch gut gucken, dass man da vielleicht noch eine Räumlichkeit aufnimmt, wenn man Lust hat. Wieder auf die Phase achten, ne? Total wichtig. So, was gibt es noch für Fragen? Drums und Bass in einer Gruppe. Ja, genau, das erkläre ich mal beim nächsten Mal, Max. Jerome sagt, überkrasse Tutorials von euch allen. Meint ihr, es wird in Zukunft vielleicht auch diese Formate für Adobe Premiere und sonstige, also visuelle. Alles klar, hat nichts mit mir zu tun, weil wie ihr seht, Bildbearbeitung bin ich jetzt nicht so gut. Genau, das wäre hier so das Setup. Sehr, sehr schönes Studio. Clouds Hill kann ich auch nur empfehlen. Ganz tolles API-Pult. Das ist eben auch noch der weitere Schritt sozusagen, diese Mikrofone auf Preamps zu führen. Hier im Schrank gibt es zwei 1073 Neve Preamps. Die sind auch super geeignet. Hier habe ich die API-Preamps genommen für die Gitarren und wirklich kaum weitere Bearbeitung, also überhaupt kein EQ. Ich fasse eigentlich beim Gitarrenrecording überhaupt kein EQ an, weil man so davor so viel schön machen kann. Also ich brauche nur einen guten Preamp. Und wenn ich die beiden kombiniere oder auch diese Einzelsignale habe, dann finde ich, ist ein Kompressor nochmal manchmal ganz gut. Und hier sieht man auf diesem Bild auch da unten sind zwei LA-3As, echte im Regal. Und die haben wir dann öfter gebraucht, so für diese elektrischen Gitarren. Und das ist schon richtig toll und lecker, wenn man damit die Gitarren nochmal ein bisschen gleich kompaktiert und ein bisschen komprimiert, kriegt man ganz tolle Gitarrensounds hin. Gut, so viel mal kurz zu E-Gitarren aufnehmen. Ach so, eine Frage ist natürlich auch immer noch gerne, die kommt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt aber nicht so ein getrenntes Top-Teil habe und ein Combo-Amp habe und der Combo-Amp steht drüben im Aufnahmeraum? Dann ist eine wichtige Sache, die ihr wissen müsst und die Gitarristen unter euch mit Sicherheit wissen irgendwie, Kabellängen, Klinkenkabellängen von der Gitarre oder von den Bodeneffekträdern zum Amp machen einen wirklichen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ich 3 Meter Kabel nehme, 6 Meter oder 9 Meter. Je länger das Kabel ist, desto mehr verliere ich Höhen, desto mehr verliere ich Transienten, desto mehr verliere ich Attack, Definition. Das kann durchaus auch sein, dass man sagt, klingt doch irgendwie schön, klingt wunderbar, schön weich. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich verliere Präzision, dann ist es oftmals der lange Kabelweg. Jetzt kann man natürlich in der Regie auch sitzen und ein Klinkenkabel durch die Wand ziehen, was vielleicht 6 Meter lang ist oder so, und dann kommt man irgendwie gut damit klar. Das Teil, was ich euch vorhin gezeigt habe, dieses Ding hier von Little Labs, das hat auch so einen Buffer drin. Das heißt, hier kann ich mit meiner Klinke reingehen. Hinten gibt es so einen gebufferten Ausgang. Da wird das nochmal geboostet, das Signal, was rausgeht. Damit kann ich sozusagen mehr Power, ne, mehr Voltage sozusagen aus meiner. Also der Pickup an meine Gitarre generiert ja Spannung und die kann einfach mit diesem Teil hier noch verstärkt werden, sodass das über längere Kabelwege besser funktioniert. Was ich habe auch, um euch das zu zeigen, ist auch von Radial hier. Das sind zwei Boxen. Das ist so ein Remote-Teil, womit man einmal die Gitarre hier in den Input reinsteckt. Dann kommt ein XLR-Kabel da raus und dann kann man über ganz lange Strecken symmetriert ein verstärktes Signal schicken. Und dieser Receiver hier wieder, der nimmt ein XLR-Kabel im Aufnahmeraum auf. Hier kommt das Klinkenkabel raus und das geht in den Amp. Und damit habe ich auch sehr gute Ergebnisse erzielt über wirklich lange Wege irgendwie, wenn der Aufnahmeraum weiter weg ist oder so, dann kann man wirklich damit ganz toll Gitarren in der Regie einspielen und die Combo-Amps in den Aufnahmeraum packen. So als kleiner Tipp mal. Gut. Nur bei asymmetrischen Klinken oder auch bei symmetrischen Klinken. Na, ich würde also für eine Gitarre ist ja eigentlich ein asymmetrisches Klinkenkabel, also ein einfaches Klinkenkabel, was nur Sleeve sozusagen und Tip hat. Also nur zwei Kontakte ist ja das normale Gitarrenklinkenkabel und das würde ich
dafür eigentlich immer für Gitarren nehmen. Genau. Machen preislich höhere Kabel einen klanglichen Unterschied zu günstigen, sprich Klinke XLR? Ich finde ja. Wir haben uns, also weil ich mit den Guano Apes zum Beispiel habe ich wirklich sehr viel aufgenommen, und wir haben damals einen riesen Shootout gemacht mit verschiedenen Klinkenkabeln, mit verschiedenen Speakerkabeln, und es gibt wirklich Unterschiede zwischen den Klinkenkabeln. Und ich würde jetzt gar nicht so pauschalisieren, dass ich sage, das teurere Kabel gewinnt immer, aber es gibt einfach Klangunterschiede, ganz klar. Und vielleicht muss man dann einfach mal im Studio das checken, ob es das, keine Ahnung, das 10-Euro-Kabel ist oder ob es das 50-Euro-Kabel ist oder ob es das 100-Euro-Kabel ist, was wirklich den Unterschied macht. Es gibt aber Klangunterschiede. Und das ist oftmals wirklich so, dass die Transienten besser übermittelt werden, dass es weniger Störung, weniger Matsch sozusagen auch gibt. Es gibt eine Klarheit im Sound. Aber genau, es eine Zeit lang gab es mal Monster Cable, die machen jetzt so viel Hi-Fi. Ich habe hier so ein Monster Cable irgendwie, die gab es auch noch sogar für verschiedene Gruppierungen, so für Bass oder für Rock oder für Pop. Ganz lustig eigentlich. Aber das fand ich, waren immer ganz gute Kabel. Vovox macht natürlich auch sehr gute Kabel, finde ich, klingen sehr gut. Aber probiert das einfach aus. Ja, probiert auch die verschiedenen Kabellängen aus. Ich finde, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Gut. Jo, schauen wir uns einfach mal die nächste Nummer an. Ist ja hier schon eine Weile Zeit ins Land gestrichen, aber ihr seid immer noch dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich. Hoffe, es macht irgendwie Sinn für euch. Ich spiele euch mal eine Nummer vor hier. Das ist vom letzten Jahr. Für die Sony habe ich das gemischt. Jeanette Biedermann. Besser mit dir heißt die Nummer. Ist eine sehr, sehr poppige Nummer. Ich fange mal hier ganz vorne an, damit wir irgendwie das mal das Intro hier so richtig hören. Ich bin gern allein, wieder Lonesome Rider. Wird es mir zu eng, such ich schnell das Weite. Doch mit dir ist es anders, denn wenn du mich anlachst, bleibt mein Gedankenkarussell mal ganz kurz stehen. Ich weiß, die Zeit macht's uns nicht immer einfach, aber zu zweit wird es irgendwie leichter. Danke. Weil du so bist, wie du bist und mich nicht verändern willst, egal was passiert, es ist besser mit dir, weil bei uns immer was geht, du mein Chaos verstehst, egal was passiert, es ist besser mit dir. Genau, wie ihr seht, das ist eine recht große Mix-Session so, sondern da sind eine ganze Menge Spuren drin. Fängt auch mit Klavier an. Heute geht es aber nicht um Klavier, sondern heute geht es um die Gitarren, die da drin sind. Ich fange hier vielleicht einfach mal ein bisschen mit den Akustikgitarren an. Also es gibt sehr schöne, cleane Gitarren, so, es gibt sehr schöne Akustikgitarren. Alle wunderbar gespielt und aufgenommen von Jörg Weißelberg. Jörg, falls du zuschaust, vielen Dank für diese schönen Gitarren und dass ich den Song zeigen darf. Super. Ich zeige, genau, sind die Gitarrenspuren von Jörg Weißelberg. So ist es. Genau die. Ja, finde ich immer ganz toll. Jörg ist ein ganz großartiger Gitarrist und der nimmt immer die Sachen sehr schön auf, hat super viel Ahnung auch vom Sound. Gucken wir mal, was ich hier überhaupt noch dazu beitragen konnte, damit sich das mehr in den Mix bettet. Vielleicht gehen wir einfach hier so zum zweiten Refrain und ich lasse da nochmal laufen. Achso, das ist hier Solo, warte. Leichter, weil du so bist, wie du bist und mich nicht verändern willst. Hier habe ich erstmal schön drei wunderbare Akustikgitarren. Einmal Akustikgitarren, die halt so ein bisschen mehr strummen. Dann habe ich ein paar schöne kleine, die so ein bisschen gemutet sind. Und nochmal. Und nochmal zwei
die halt eine Melodie darüber spielen. Ne? Und die drei, die machen eben hier zusammen wirklich schon das schöne Pop-Feeling so aus, finde ich, von diesem Track im Refrain. Ja, ich habe hier, glaube ich, wirklich nur ein bisschen EQ'd. Ja, genau. Ich habe einfach letztendlich mit den Fab-Filter-EQs hier, glaube ich, überall ein bisschen die Bässe rausgenommen, weil im Refrain sowieso schon da sehr viel passiert einfach. Es gibt irgendwie so fette Drums und Percussions und Bass und das Klavier spielt die ganze Zeit. Und dementsprechend sollen diese Akustikgitarren eher zu so einer Frische beitragen, so einen Pop-Appeal bringen. Und ich brauche gar nicht so sehr den tonalen Charakter von diesen Gitarren, sondern ich brauche halt eher, sagen wir mal, das Picking-Noise, die Helligkeit von denen und das Strahlen so von denen, und das ist, glaube ich, das, was ich gemacht habe. Hier bei den Picking-Gitarren, da ist noch so ein bisschen bei dieser Melo-Gitarre, habe ich einen dynamischen EQ, glaube ich, angemacht. Genau, das finde ich ist ein schönes Feature von dem Fabfilter Pro Q3, dass man eben sagen kann, hier gibt es halt immer diese attackigen hohen Saiten sozusagen, und da level ich einfach immer nur runter, wenn dieser Attack kommt. Das ist halt ein super Feature in dem Pro Q3. Ansonsten, wie gesagt, minimaler EQ. Bei Akustikgitarren finde ich es oftmals, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, wie viel Low-End soll eigentlich wirklich da drin sein. Oftmals ist Low-End bei einer Akustikgitarre auch das, was sozusagen der Korpus da resoniert oder so, oder das, was aus dem Schallloch nochmal so rauskommt. Gar nicht zwingend immer wirklich der tonale Bereich, der da ist, sondern manchmal wirklich so ein bisschen sowas Boostiges im Bassbereich, was ich gerne wegfilter. Und dann finde ich, haben viele Akustikgitarren, also wenn ich die auch aufnehme, irgendwie so im Bereich zwischen 160 200 Hertz, also so bei 180 Hertz, oftmals so einen kleinen Boost, der vielleicht vom Resonanzloch kommt, der von irgendwie der Decke kommt von der Gitarre, und das nehme ich oftmals auch gerne raus, und hier booste ich halt einfach nochmal ein bisschen dann so Höhen irgendwie in diesen Gitarren. Genau, auf der einen Gitarre, auf dieser Muted-Gitarre, ist wieder mein LA-3A drauf. Den mag ich zum Beispiel auch sehr gerne auf Akustikgitarren. Und dann habe ich, glaube ich, diese Strumming-Gitarren, 1176, finde ich auch immer super. Können wir nochmal hören. Mal gucken, was die machen hier zusammen. Die werden einfach durch den EQ und durch diese Kompression ein bisschen heller, bleiben ein bisschen konstanter stehen. Das gleiche ist hier bei den Muted wahrscheinlich auch. Genau, da ist ein bisschen zu viel unten rum los. Okay, die sind viel, die klingen eigentlich schöner. Schöner ohne das, was ich gemacht habe, aber die haben sich wahrscheinlich in diesem vollen Playback nicht so durchgesetzt. Deshalb habe ich am Ende sicherlich hier auch nochmal auf diesen Melo-Gitarren nochmal den Chaps raufgepackt und einfach nochmal hier 1,6 kHz geboostet, damit die einfach in diesem vollen Track mit Vocals, mit allem drum und dran, was das spielt, einfach nochmal sich ein bisschen mehr durchsetzen. Frage von Mirror 10. Die Gitarren klingen toll, vielen Dank. Sind in der Korrelation im Roten. Monokompatibel zu mischen, oder ist das eher egal? Na, ich höre mir auf jeden Fall meinen Mix, also ich gehe da gar nicht so viel nach dem einzelnen Korrelationsgradmesser jetzt für diese Einzel-Solo-Signale, sondern ich höre mir natürlich dann meinen Mix schon am Ende auch oder zwischendurch auch in Mono an und möchte wissen, wie viel verliere ich jetzt eigentlich irgendwie. Ne? Was bleibt Mono übrig? Wenn Dinge ein bisschen leiser werden, manche weiten Pads oder so, sogar fast rausfliegen oder so, ist das okay, finde ich. Hier ist es natürlich wichtig, dass die Akustikgitarren immer noch da bleiben in meinem Mix. Und sowas checke ich dann Mono. Ja, auf einer, also gehe ich einfach auf meinen Mono-Switch hier an meinem Controller, mache in der Regel auch eine Box einfach aus, sodass ich nur aus einer Box höre. Und dann achte ich so darauf, dass das stereomäßig funktioniert. So, wo gehen all diese Gitarren hin? Diese Gitarren hier, die gehen alle auf meine All-Acoustic-Guitars-Gruppe. All-Acoustic-Guitars, das ist hier diese Gruppe, die hier drauf ist. Und in dieser Gruppe, da habe ich nochmal von UA hier ein Bandmaschinen-Plugin drauf. Studa A800. So, finde ich, ist auch immer eine schöne Sache, wenn man das Gefühl hat, sowohl bei E-Gitarren als auch
insbesondere auch bei E-Gitarren und auch bei Akustikgitarren, wenn man das Gefühl hat, irgendwie sind die Gitarren jetzt frisch, aber die beißen immer noch so ein bisschen, einige Transienten kommen immer noch zu sehr raus, dann rundet, finde ich, so eine Bandmaschinen-Emulation, was auch immer ihr da nehmen wollt. Ich finde hier die A800 super, Oxide von UA finde ich ist super, es gibt genug andere Tape, Saturation, Plugins so. Und das muss gar nicht extrem sein, sondern nur so wirklich wie eine echte Bandmaschine wäre. Weil ich finde, elektrische Gitarren und Bandmaschine, das ist ein Match. Das passt irgendwie immer gut zusammen. Und dann wird das echt mal, die hohen präsenten Töne werden so ein bisschen ausgesmoothed so. Und oftmals im Bassbereich wird es noch so ein bisschen angereichert, weil man so eine kleine EQ-Kurve ja auch von der Bandmaschine hat. Hier gibt es so ein Preset Akustik. Finde ich immer ganz geil. Akustik 15 IBs irgendwie so für eben diese akustischen Sachen oder so. Finde ich auch bei Drums ganz geil. Bei Bass finde ich wirklich auch schön. Das ist hier nochmal drauf auf meiner Gruppe und anscheinend am Ende nochmal ein Pultec. Da habe ich ganz oben 16 Kilohertz geboostet. Ich wollte es noch poppiger haben und unten ein bisschen die 100 Hertz. Mal gucken, ob das irgendeinen Unterschied macht für euch nochmal. Ne, auch alles so ein bisschen homöopathisch. Aber am Ende ist es ja auch so, dass eben all diese kleinen Dinge den Sound irgendwie immer besser machen. Ne? Wir können ja nochmal hören, wenn ich da alles bypasse: EQs, Kompressoren, Bandmaschinen, Schnickschnack. Das ist zwar schön weich, aber es setzt sich in dem vollen Popmix einfach nicht durch. Und so hat das alles irgendwie Präsenzen und funktioniert dann, glaube ich, ganz gut in dem vollen Ding hier. Du so bist, wie du bist und mich nicht verändern willst. Egal was passiert, es ist besser mit dir. Genau. Gute Frage. Max fragt gerade: akustische Gitarren-Recording. Ja, klar, können wir gleich machen. Akustische Gitarren-Recording. Es gibt wirklich so viele verschiedene Mikrofone, finde ich, die man für Akustikgitarre-Recording benutzen kann. Und das ist immer sehr abhängig davon, welcher Style ist da gerade. Den man irgendwie hat musikalisch und welche Funktion hat auch diese Akustikgitarre, ne? Wenn man irgendwas richtig vollmundiges, poppiges schön aufnehmen möchte, irgendwie, wo die Gitarre wirklich eine Leadrolle spielt, mag ich Großmembran-Kondensatormikrofone. Also wenn mir jemand ein U67 gibt, was ich leider nicht selber habe, dann würde ich das wahrscheinlich nehmen. Finde ich super. U87 geht auch. U87 wird manchmal ein bisschen hart auf den Gitarren, aber ein Großmembran-Kondensor-Kondensermikrofon ist, finde ich, ganz schön. Was auch gut funktioniert, ist ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon. Neumann KM84 zum Beispiel, AKG C451. Sehr schöne, elegante, poppige Gitarren mit einem schönen Höhenanteil, einer sehr guten Definition so von allen Seitengeräuschen. Und was ich mal gemacht habe, was ich auch ganz cool fand, war eben so ein C451 oder ein KM84 zusammentapen mit einem Shure SM57 und die beide gut in der Phase zusammenbringen und dann damit die akustische Gitarre aufnehmen. Dann hat man zwei Signale. Das eine ist richtig so Hi-Fi und das andere ist eben SM57 so eher Lo-Fi. Und dann kann man sich einen schönen Blend aus diesen beiden machen. Dann kriegt die Gitarre so eine schöne Griffigkeit, hat aber vielleicht trotzdem diese Pophöhen so. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. SM7 finde ich geht auch. SM57 für so Rocksachen oder wirklich Popsachen, die schon komplett voll sind, wo nur noch so eine schränglige Oasis-Gitarre irgendwie da drüber sein soll, so akustikgitarrenmäßig. Dann lieber was Dynamisches nehmen, was einfach nur da so dahin schreddelt, als zu viel Definition zu haben, zu viel Bässe zu haben, zu viel Höhen zu haben. Dann kriegt man das eigentlich auch immer ganz gut durch. Ich nehme fast alle Akustikgitarren, die ich aufnehme, immer so mit einem oder mit zwei Mics auf und eigentlich in der Regel so, dass die Mics dahin zeigen, wo der Hals den Korpus trifft. Das ist so meine Ausgangsposition auf der Höhe vom Hals.
Ja, also von vorn praktisch, wenn der Gitarrist irgendwie so da sitzt, ruhig ein bisschen größeren Abstand einhalten, sodass der Gitarrist da ruhig schön agieren kann. Wenn man zu nah dran ist, finde ich, hat man auf einer Akustikgitarre viel zu viel Attack. Und man hat, also weil man tatsächlich ja mit dem Ohr, wenn man jetzt Akustikgitarre spielt, ist man ja auch schon mindestens so weit weg, ne? Dieses Stück sozusagen, wenn ich das so hinpacke, da wo mein Mikrofon ist, dann ist das, finde ich, schon irgendwie ganz gut, weil dann klingt es mehr nach einer Akustikgitarre, weil ich hänge ja da nicht mein Ohr so dicht dran. Zugegeben, würde ich beim Gitarrenamp auch nicht machen, aber das ist ja da vielleicht eine andere Geschichte. Wenn ich diese Ausgangsposition habe, dann kann ich immer den Akustikgitarristen bitten, einfach mal auf seinem Stuhl sich hin und her zu drehen, während er spielt. Und dann kriegt man ein bisschen mehr vom Schallloch, ein bisschen weniger vom Schallloch, mehr Saiten, weniger Saiten. Und dann, finde ich, kann man da sehr schön einstellen, die einen guten Blend für den Sound, den man so haben möchte. Wenn ich Akustikgitarren Stereo aufnehme, mache ich das persönlich sehr gerne mit XY-Mikrofonie oder mit MS-Mikrofonie, also mit einem Pärchen, was eben gut monokompatibel ist. Ich weiß, es gibt viele Leute, die auch zwei Gitarren positionieren, eins vorne und eine nochmal hier von hinten vielleicht, vom Korpus oder so. Ich glaube, ich habe da nie so richtig den richtigen Sound hingekriegt. Es gibt Leute, die machen das von vorne und einmal nochmal hier von oben, von so top-mäßig. Das gibt es auch irgendwie. Tausende Arten. Ich bin immer totaler Fan, das so mit einem oder zwei Mics von hier vorne zu machen. Und wenn ich XY mache, dann mache ich es eigentlich auch in die ähnliche Position. Dann zeigt ein Mikrofon mehr zum Body und ein Mikrofon mehr zum Hals für so den Sound. Ne? Oder ich positioniere das so ein bisschen mehr davor ab. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich Akustikgitarre aufnehme. Kompressoren LA3A finde ich sehr schön auf Akustikgitarre. 1176 macht es bissiger, griffiger. Was auch sehr schön funktioniert, finde ich, ist ein LA2A auf Akustikgitarre, weil der eben das kompakter macht. Sehr schön auf eine schöne weiche Art und durch seine Tubes noch ein bisschen mehr Crispiness so dazu addiert. Habe ich jetzt hier alles sozusagen bei dem Track gerade über den EQ sozusagen gelöst. Genau, SM7, wenn dir das nicht gefällt auf akustischen Gitarren, dann nicht machen. Ne? Das ist SM7 auf akustischen Gitarren, finde ich, ist so im Rock-Kontext irgendwie. Wenn man da so eine griffige, dynamischen Sound haben will, der trotzdem einen gewissen Bassanteil hat, finde ich, funktioniert auch. Genau. Oder volleres, also James sagt, wenn es ein volleres Arrangement ist, dann klappt es auch echt gut. Kann auch funktionieren, ne? Also ich finde so dynamische Mics sind echt immer sehr gut, wenn der Charakter eher Lo-Fi sein soll, eher Indie-mäßiger sein soll oder es eben ein sehr, sehr volles Arrangement einfach ist. Okay, was habe ich noch zu Akustikgitarren aufgeschrieben? Ja, EQs generell, Akustikgitarre finde ich, was super gut ist, sind eben diese Pultecs, habe ich auch gerade schon gezeigt. Neve-EQs sind auch schön auf Akustikgitarren. Den Summit-EQ, den ich gerade vorhin gezeigt habe, ist auch schön auf Akustikgitarren. Der Röhren-EQ, weil der eine bisschen weichere Art hat. So. Yes. Wenn man Akustikgitarren komprimiert und man hat das Gefühl, das ist jetzt zu viel Kompression, das greift immer so heftig zu irgendwie auf die einzelnen Schläge, auf die Strumming-Sachen, das ist einfach zu viel, dann probiert mal eine parallele Kompression aus auf Akustikgitarren, finde ich. Funktioniert oft auch gut, ja. Also, dass man sozusagen die Basic-Akustikgitarren so lässt, wie sie sind, sich eine parallele Gruppe macht, wo der Kompressor eben stärker zugreift und dann schiebt man diese parallelen komprimierten Gitarren so ein bisschen mehr dazu. Gut, gehen wir nochmal hier zurück zu unserer Session. Effekte auf Gitarren, ja, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Was ich gerne mache so auf Akustikgitarren ist, einen kurzen Raum drauf zu machen. Ich habe jetzt hier, das ist sozusagen einfach mein Room Reverb und mal gucken, was ich hier als Room Reverb habe. In der Regel nehme ich da, genau, hier habe ich es auch, eine EMT 250. Da gibt es ein Programm, das ist so eins meiner Favorite-Programme, finde ich da drin. Das ist einfach nur ein kurzer Raum, 0,6 Sekunden Hallzeit, 20 Millisekunden Pre-Delay. Und der macht einfach so eine nice kleine Räumlichkeit, die auf Akustikgitarren und manchmal auf E-Gitarren irgendwie, finde ich, ganz gut funktioniert. Ich kann das ja mal kurz vorspielen. Wie gesagt, in diesem vollen Playback hört man es wahrscheinlich sowieso nicht. Ich puste den mal.
Ja, klingt wie so ein leerer Raum, einigermaßen warm, nicht zu kalt, nicht zu schatterig. Und der, finde ich, macht immer ganz netten Space so da drauf. Ja, das andere ist hier so ein Spreader drauf. Das ist, glaube ich, ein Eventide H910, genau. Das ist auch so Micro-Pitch-mäßig. Der geht auf der linken Seite ein bisschen nach unten und auf der rechten Seite ein bisschen nach oben. Das ist einfach so ein Harmonizer. Das höre ich manchmal so auf Sachen drauf. Wenn ich zum Beispiel eine Gitarre in der linken Box habe und dann auf der rechten Seite irgendwas noch dazu machen will, weil mir das nur links dann irgendwie zu sehr da hängt, dann gebe ich das ein bisschen in diesen Spreader rein und habe dann auf der anderen Seite leicht zeitverzögert und leicht gepitcht ein zusätzliches Signal. Und das macht dann nochmal so eine Breite aus. Mal gucken, ob ich das irgendwo anders hier gemacht habe. Mal gucken, was ist hier? Akustikgitarren Fills. Achso, die spielen hier im Vers. Genau, können wir mal kurz gucken. Genau, ich mache mal den Spreader aus. Dann hat er nur den Hall, weil diese Gitarre auch darauf läuft, auf meiner All-Akustik-Gitarre. Und mit dem Spreader gibt es so einen leicht chorusartigen Effekt auf der anderen Seite. Das auf die zweite Gitarre hier. Genau, das sind einfach zwei Picking-Gitarren, die da in der Bridge spielen. Ja, genau, das ist manchmal das, was ich auch so mache mit so einem Spreader oder mit so einem Micro-Shift sozusagen, mit so einem Programm, mit so einem Plugin natürlich. Gut, gucken wir uns mal die ganzen E-Gitarren an. Ja, bei dieser Session hier war es so, dass, und das ist oft so, finde ich, bei diesen Pop-Produktionen heutzutage so, dass eben dieser Song sich verändert hat während der Pre-Production, während der Produktion. Dann gab es nochmal ein neues Arrangement ein bisschen und dann gab es neue Ideen. Und am Ende gab es wahnsinnig viele E-Gitarren. Ja? Also das hier von hier ab diesen unter den Akustikgitarren bis hier unten, das sind alles E-Gitarren, die Jörg da gespielt hat. Wunderbar. Und das war aber am Ende dann einfach zu voll. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss mal Jörg anrufen. Und dann haben wir zusammen hier gesessen oder am Telefon einfach mal gecheckt, welche Gitarren brauchen wir denn jetzt eigentlich überhaupt für diese finale Version? Weil es waren wirklich einige Gitarren da, die waren noch aus dem Demo vielleicht, einige Gitarren, die so mitten im Produktionsprozess dazu gekommen sind, dann wieder neue Ideen und plötzlich hatte ich im Mix so alle. Und das war irgendwann dann so ein bisschen viel. Es sind auch viele Gitarren, aber verständlicherweise machen jetzt, glaube ich, unsere Auswahl macht einen ganz schönen Sound aus von ganz vielen Gitarren, die sich ganz gut ergänzen. Alle so ein bisschen cleaner. Ne, geht hier los in der, im Pre-Chorus sozusagen oder in der Bridge mit so ein paar reduzierten. Sehr schön weich. Da ist auch, glaube ich, nicht viel drauf. Doch, ich habe noch den Reverb drauf gemacht, den Hall-Effekt. Ne, hier am Anfang ist noch ein bisschen Hall von mir drauf. Mal gucken. Ist schon Effekt drauf, auf der Gitarre schon ordentlich, super auch. Ich habe nochmal Hall dazu addiert. Was habe ich da genommen? Hall. Hoffentlich interessiert euch das überhaupt alles. Okay, Valhalla Vintage Verb, ja, super. Ne, finde ich immer großartiger Reverb, kann man nur empfehlen. Valhalla habt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle. Der macht eben alles schön größer und auch in diesem Oldschool-Design sozusagen, dieser 1970er Hall, finde ich, der fällt immer nicht so riesig auf. Der ist immer nicht so hell, sondern der macht einfach nur schön Space. Das ist ganz nice. Und genau, im Refrain gibt es wirklich viele, viele Gitarren, die da spielen. Gucken wir uns vielleicht mal welche davon an. Das ist die hier. Ah, genau, das waren zwei Gitarrenspuren, die für mich irgendwie zusammengehört haben, wo ich gedacht habe, das könnte so eine sein, die gleichzeitig die Stops auch immer mitspielt. Und da habe ich einen Effekt drauf gemacht, den PSP Spring Reverb. Die Springbox. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, wenn man sozusagen ohne das ist die Gitarre total trocken. Oder machen wir hier mal alle Effekte aus. Super. Ne, aber für den Song vielleicht einfach so ganz schön, wenn es nochmal ein bisschen größer wird, das Ganze mehr lebt.
Und das finde ich ist eine tolle Emulation, diese Springbox, so als ob man wirklich einen Spring Reverb eingebaut hat in seinem Amp und dann kann ich das so schön über den Dry-Wet-Regler hier dazu mischen und dann habe ich da auch nochmal ein bisschen Spreader, ein bisschen Reverb drauf gemacht. Ja, ansonsten gibt es hier ganz tolle Gitarren, die hier, das sind hier so Arpeggio-Gitarren. Dritter. Ne, einige Gitarren sind wirklich gar nicht so laut in der Mischung, aber irgendwie machen die doch alle so ein schönes Gitarrengefühl. Ja? Ich habe hier sozusagen, das ist hier für mich die Tom Petty Gedächtnisgitarre. Ne, und die machen alle zusammen ein schönes Soundgewand. Genau, und das ist eigentlich dann, finde ich, so die Idee, dass man aus den Gitarren, die man da kriegt, mit ein bisschen Bearbeitung vielleicht letztendlich was zusammenfügt, was da was Sinn macht irgendwie. Auch hier laufen alle Gitarren dann auf eine Gruppe, All Guitars heißt die, wahrscheinlich nur, damit ich mal alle Gitarren auch leiser machen konnte. Genau, da hatte ich eigentlich zuerst auch das Studer-Plugin drauf, die Bandmaschine, habe ich jetzt im fertigen Mix gar nicht mehr angehabt, wahrscheinlich weil das zu viel weggematscht hat, irgendwie zu viel komprimiert hat oder so, brauche ich gar nicht da drauf. Mischst du die Gitarren in der Gruppe oder nur im ganzen Mix? Nee, ich mische die Gitarren, also wenn die irgendwie zusammengehören, schon auch ganz gerne mal in einer Gruppe, sodass ich gar nicht so viel Bearbeitung immer an den Einzelnen mache, sondern dass ich dann eher auch mir eine Gruppe bilde. Ne? Hier habe ich zum Beispiel diese Tom Petty Gitarre sozusagen, diese Gitarre Fly, wie die hier heißt, die habe ich auch mir auf eine Gruppe geschickt und dann einfach in der Gruppe EQ'd mit dem Shaps, mit dem Kompressor und dann dieses Wider-Plugin, was wir ja schon mal auch, glaube ich, so besprochen hatten, irgendwie raufgemacht, damit die halt einfach nochmal ein bisschen ne, die fliegt richtig außen rum. Genau, da muss man, glaube ich, immer schön gucken, irgendwie, wie teilt man so die Gitarren schön auf, dass immer links und rechts vielleicht was Abwechselndes passiert, dass, wie schon vorhin gesagt, irgendwas im Refrain nochmal breiter wird und größer wird. Und genau, das funktioniert hier ganz gut, finde ich, in dem Song. In der zweiten Refrainhälfte gibt es hier nochmal so eine extra Gitarre. Wunderbar, hat auch schon mal gleich ein bisschen Effekt drauf. Ne, ich habe den Effekt drauf gemacht sogar noch. Oder mal gucken, ohne. Genau, da ist schon Reverb drauf. Ich wollte es noch größer haben, habe nochmal Echo Boy drauf gemacht. Dass der links und rechts nochmal ein Delaychen dazu macht. Ja, genau. Die Hook-Gitarre hier. Wieder mein Fix-Doubler drauf. Genau. Also letztendlich eben wirklich immer eine Sache, wo man sich ausprobieren kann irgendwie in den Gitarren. Das Schönste ist wirklich, was ich sagen muss, ist, wenn man gut aufgenommene Gitarren hat. Wie gesagt, ne, wenn man gar nicht versucht, irgendwie immer Fehler zu korrigieren oder immer was zu reparieren, sondern wirklich, wenn man wirklich frei mit den Sounds umgehen kann. Und hier, ehrlich gesagt, war es ein bisschen mehr logistische Arbeit, irgendwie alle Gitarrenspuren auch zu managen und zu einem schönen Soundding zusammenzufügen. Wie ihr seht, gibt es auch einige Spuren, wo ich wirklich die Automation angeworfen habe. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den ich noch gar nicht so angesprochen habe in den Streams jetzt irgendwie. Dass natürlich Fader-Automation, wie ihr hier an den Volume-Kurven seht, auch wirklich ein wichtiges Ding ist, um einen Song größer werden zu lassen, sich entwickeln zu lassen. Und finde ich, ist auf jeden Fall immer so ein Punkt, wo ich dann irgendwann im Mix an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt klingt es schön, aber es wirkt so ein bisschen statisch. So als ob man irgendwo was hingestellt hat und gesagt hat, so bitte, das ist es jetzt. Und dann, finde ich, kann die Fader-Automation immer dazu beitragen, dass man mehr Leben wieder in so einen Song reinbringt, dass es sich mehr entwickelt, dass es so mehr Dynamik plötzlich wieder gibt, mehr auf und ab gibt, lauter, was lauter wird, was leiser wird, was vorgestellt wird. Ne? Also manchmal ist es auch ganz gut, am Anfang so Sounds mal vorzustellen, mal lauter zu schieben und dann wieder ins Playback zurückzubringen. Sowas mache ich eigentlich auch ganz gerne.
Jo, genau. Was habe ich dann noch? Wenn es Fragen von euch gibt, sagt ruhig Bescheid. Was ich euch zeigen wollte hier noch einmal, diese Thomann-Halterung, was ich gerade entdeckt habe hier, finde ich ganz spannend eigentlich. Von Fredman gibt es auch so einen Clip für zwei Mikrofone für die zwei SM57. Da bin ich gerade kurz davor, mir das mal zu bestellen, weil das finde ich sieht auch ganz spannend aus. Ist so für Hardrock und Metal-Gitarren soll das super geeignet sein. Habe ich natürlich auch schon mal gemacht, irgendwie, weil jede Positionierung vor dem Amp, von dem Mikrofon total wichtig ist, ne? Einen riesen Unterschied macht. Also ich finde wirklich bei den Gitarrenmikrofonen vor einem Amp macht das einen Riesenunterschied, ob es 2, 3 Zentimeter nach unten, nach oben oder so sind, wo die zwei Mikrofone positioniert sind. Und das ist hier so ein Clip, das sieht auch ganz spannend aus, weil das eine Mikrofon gerade rauf zeigt und das andere eben schräg auf die Kalotte. Und dadurch kriegt man natürlich wiederum auch zwei schöne Soundcharakteristiken hin, die sich ganz gut ergänzen können. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt auch, wenn ihr so richtig nerdig Gitarren machen wollt. Dann gibt es diese Möglichkeit hier, das ist ferngesteuert, Dynamount. Da kann man sozusagen eine Fernsteuerung für Mikrofone, also für die Halterung von den Mikrofonen, steuern über eine App im Smartphone oder so. Das ist echt auch eine krass nerdige Sache, aber super cool natürlich, auch weil sich diese Positionen dann abspeichern lassen. Das ist aber nicht ganz günstig, wenn man hier mal bei Thomann guckt, 800 € für den Dynamount. Aber wenn man Bock hat und nur Gitarren aufnimmt, ist das bestimmt eine ganz schön sich lohnende Sache, weil man den Winkel verstellen kann, die Entfernung, die Positionierung. Das ist krass, ne? Das kann man dann aus der Regie machen und drüben steht einfach nur noch die Box und dann kann man da seine Mikrofone positionieren. Genau, das finde ich auf jeden Fall super gut und nerdig. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Habe ich euch totgequatscht jetzt hier? Ja, ich glaube, ich habe ganz schön viel erzählt. Effekte, Reverbs, Phase habe ich erzählt, Kabellänge, Mikrofonhalterung. Genau, alles geht. Ja, ich finde so als letzte Sache finde ich vielleicht, dass man natürlich, oder als letzten zwei Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, was natürlich auch sehr spannend ist, finde ich beim Gitarre-Recording und so wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei Revolverheld hatten mit zwei Gitarren-Setups, dann kann man auch tolle Chorus-Effekte zum Beispiel machen, indem man in der Regie sozusagen die Gitarre schon in ein Chorus-Pedal packt und dann aus dem Chorus-Pedal, was oftmals ja Stereo-Chorus erzeugt, in den einen Amp mit der linken Seite, in den anderen Amp mit der rechten Seite geht und das eben aufnimmt, dann kriegt man gleich mit den zwei Amps einen tollen Chorus-Effekt. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel einen Amp trocken aufnehmen und in dem anderen Amp nur ein Delay zum Beispiel reinzuschicken. Ja, und dann hat man diese zwei Signale und der andere Amp macht vielleicht einfach gleichzeitig nochmal mehr Charakter auch so für das Delay. Und man hat dann beim Recorden schon total viel Spaß irgendwie mit einmal dem trockenen Signal, mit dem Delay. Das macht auch immer wirklich Laune, so eine Split-Sound sozusagen, wo man das eine Gitarrensignal aufsplittet in zwei Amps und mit denen was macht. Manchmal ist es auch gut, einfach für die Farbe zwei verschiedene Amps zu haben. Einen stark verzerrten, einen cleaneren. Dann kann man sich von dem cleaneren die Attacks holen, die Definition und von dem verzerrten die Aggressivität und das Breite sozusagen. Solche Sachen sind auch sehr schön, so diese Split-Sound. Kann das Dynamount auch Kaffee bringen? Ich wette, also das kann man bestimmt auch so einstellen. Man kann sich das wahrscheinlich auch einfach nur auf seinen Tisch hier stellen und dann macht man einmal auf seinem iPad irgendwie so das und dann move das sozusagen den Kaffee ran. Ja, tierisch. Genau. Genau. Und das Letzte vielleicht für heute. Sehr schön, dass es euch so interessiert hat. Das Letzte für heute finde ich ist, dass man nicht unbedingt große Gitarren, Amps und Setups und Boxen braucht, um große Sounds aufzunehmen. Überraschenderweise finde ich, sind oftmals wirklich kleine Amps bzw. kleine Speaker-Cabinets können einen riesengroßen Sound machen, ja. Also wenn man auch verzerrte Gitarren, wenn man davor irgendwie nochmal ein wirkliches Pedal irgendwie hat, was eine geile Verzerrung bringt oder so, oder der Amp bringt die schöne Verzerrung, dann kann man oftmals, indem man diesen kleinen Amp, diesen kleinen Speaker nah mikrofoniert irgendwie so, auch so ein Vox-Amp zum Beispiel, Vox AC30 oder so,
Damit haben wir echt riesige Gitarrensounds aufgenommen. Wenn ihr an Rage Against the Machine denkt, zum Beispiel Tom Morello, tierische Gitarrensounds, super aggressiv, super in your face und so. Und sein Setup ist eben auch nicht so riesig groß. Es sind irgendwie jetzt nicht riesige Marshall-Türme, die da so aufgebaut sind. Wobei natürlich gegen die auch gar nichts zu sagen ist. So, was ist mein Lieblings-Allrounder-Mic, wenn man nicht wirklich auch schnelle große Möglichkeiten hat und eine Idee bzw. Impuls aufnehmen möchte? Ja, also kommt darauf an. Ich habe einfach eigentlich immer so ein dynamisches Mikrofon und ein Großmembran-Mikrofon hier so am Start. Ich habe eigentlich immer, ich habe so ein altes Röhrenmikro, hier so ein CMV 563 von Neumann bzw. von Mikrotech Gefell, damals Gefell sozusagen aus den 60ern. Das ist immer so mein Großmembran, was rumsteht. Und dann gibt es immer dynamischen SM7B oder ein SM57 oder ein Audix i5. Und mit dem dynamischen, da kann man ja halt auch unheimlich viel machen. Ich habe gerade so neulich auch so ein bisschen nochmal geschaut bei Thomann. Ich finde, es gibt jetzt wirklich ganz schön klasse Kondensatormikrofone, so in der 300 €, 400 €, 250 € Preis-Range, so, wo man wirklich sich gute Allround-Mics zulegen kann. Ja? Also so ein AKG-Mic zum Beispiel, so ein 214, das finde ich, ist glaube ich echt völlig in Ordnung. Audio-Technica macht auch sehr schöne Mikrofone, die gut neutral sind, mit denen man viel aufnehmen kann. Also ich würde sagen, ein sinnvolles dynamisches und ein sinnvolles Kondensatormikrofon, dann kann man wirklich ganz viel Allround super aufnehmen. Vielleicht noch ein Mikrofon, was ihr besonders gut für Gesang mögt. Ne? Also was auch spannend ist gerade, sind diese Townsend-Mikrofone, finde ich, die eigentlich so mehr oder weniger einen ganz neutralen Klangcharakter haben und man dann über die Software die Mikrofonmodelle dazu macht, oder Slate hat ja praktisch auch so ein Modell. Das ist ziemlich spannend jetzt so in dieser Zeit, finde ich, dass man da ganz neue Möglichkeiten hat, eigentlich so zu agieren. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt noch kurz rein, bin noch kurz da, fällt mir noch irgendwas ein. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt die unten in die Comments. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich war nicht zu viel Generde oder genau die richtige Dosis angenörde. Sehr gerne, Louis. Sehr gerne, Martin. Vielen Dank für eure Daumen hoch. Gebt uns die gerne auf das Video auch. Das ist super. Dann freue ich mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Wahrscheinlich in 2 Wochen. Mal gucken, was mir dann einfällt. Vielleicht machen wir mal Vocals oder so. Vielleicht ist das auch mal ganz interessant. Und genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke.